like I want a chance. 너는 고민하지 마. Hey, and I'm gonna get down. Hallo K-Pop-Fans, willkommen zu einem neuen Video von 2 Minute. Heute habe ich Olden als Gast hier. Hi. Und wir schauen uns heute Big Bang an. Wir haben ein neues Video draußen. Und wir schauen dann deren Performance an. So, wir fangen an mit dem Video. Es ist 12. Ach, 12 ist das, ne? Ja. Die haben altersbeschränkt. Warum denn? Da ist so nichts schlimm, ey. Man merkt schon, wie ausgefallen die Mode ist dort. Die Art. Das ist der Leader. G-Dragon. Da steht auch irgendwo 88er oder so, ne? Ist mir aufgefallen. Ja, da steht auch was. Steht, ne? Ja. Taeyang. Der hat eine super Stimme. Und komische Haare, ja. Dreadlocks. Hast du gesehen, was ich anschaue? Ja. Richtig verrückt. Die sehen auch alle weiblich aus. Ja. Also ich schaue mir jetzt erstmal so ein koreanisches Musikvideo. Die sehen alle weiblich aus. Also alle? Ja, guck mal, wie der aussieht. Also zum Beispiel. Die Haare. Ja, und sein Gesicht, ja. Ja, sie schminken sich ja alle. Bin geschminkt. Ja. Das ist T.O.P. Das ist der Rapper von denen. Wie heißt der nochmal? Wer? Der. Wer? Der ist so. Frag mich aus. Der einzige, der halbwegs in Ordnung ausschaut, normal ausschaut. Welcher denn? Der da. Der vorne? Ja. Keine gefärbten Haare. Ja. Man sagt auch, die sind die Kings von K-Pop. Gibt es schon seit 10 Jahren und das ist jetzt das letzte Musikvideo, das sie rausgebracht haben, weil die jetzt aufhören. Auf Renten gelandet. Ja. Weil die haben Dings, ja. Wenn die 28 sind, müssen die Militär machen. In Korea oder was? Ja. Und die auch. Und die, einer von denen ist jetzt 28, jetzt muss er Militär. Wahnsinn, ja. Das war Fuck It von Big Bang. Was willst du dazu sagen, Olden? Also, für jemanden, der... Erstmal sowas jetzt gesehen. Kommt mir etwas komisch vor. Aber ja, ich schaue einfach mal weiter. Die Musik ist cool, finde ich. Ich mag das und ja. Das ist auch ein Teil, ja. Ich schau mal die Live-Performance an. Und ja, da musst du. Genau. Dann schauen wir mal das an.
die promoten halt das Lied. Und da gibt es immer verschiedene Shows in Korea. Der war in Wintersachen. Hast du es gesehen? Naja. Ist schon kalt dort. Ja, im Studio. Sind die ganzen Fans. Also die Kleidung gefällt mir gar nicht von mir. So, wenn ich das sagen muss. Die läuft immer noch für Chanel und so, ne? Diese Kleidung? Ja, der Typ da. Also. Als Model. Die Haare sind anders, ja. Live-Video. Den? Von denen war doch vorhin andere Farbe, glaube ich, ja. Von dem. Von den beiden davon. Beiden? Ja, ja. Die sind auch gleich, ja. Nein, man, die hat eine andere Farbe, glaube ich. Der meint vielleicht schon. Nein, der mit Raster, ja. Der hier, der hat, ja, glaube ich, was anderes, ja. Und bei denen sind die Ansätze gewachsen. Merkt man, ja? Ja, das ist man, ja. Bei dem hat sich nichts verändert. Das kannst du nichts sagen. Oh, bei dem? Ich kann mich gar nicht an den erinnern. Diese Pelze, ne? Ja. Scheiße. Die sehen auch alle gleich aus. Man weiß gar nicht mehr, wer ist. Bisschen von den Haaren kann man erkennen, so, aber sonst. So was sagt jeder, der fast halt noch nie solche Videos angeschaut hat. Das ist sogar Untertitel, ne? Also ja, das nicht sehen. Ja. Der letzte Move war gut, ja. Hast du gemerkt? Ja, ja. So, das war MV von Big Bang und Live-Performance von Big Bang. Und ja. Also, jetzt darfst du auch noch zur Performance was sagen. Ja, die Performance war eigentlich in Ordnung. Wo der da an den Treppen so gerutscht ist, fand ich eigentlich ganz cool. Ja, viele Bilder. Die Kleidung war ein bisschen. Ach, kann ich. Gewöhnungsbedürftig. Ja. Komisch bisschen. Ja, ein bisschen komisch, ja. Ja, ich mag's. Die Performance war cool. Und ich hoffe, die promoten weiter. Und ja, dann war's es. War mit Big Bang vor allem. Weil wir werden sicher lange Zeit nicht mehr machen. Und ja. Danke ich Eugen, dass er da war. Ja, ich danke. Ich danke, dass du mich hörst. Bis irgendwann wieder, lade ich mich schon wieder ein. Und ja, bis dahin. Tschüss. Ciao.